Hey Freunde und willkommen zu den Crossover-Herausforderungen. Wir gehen in diesem Clip einmal kurz durch, was wir dafür machen müssen, um den Banner zu bekommen. Als erste Aufgabe haben wir hier, schließe alle The Crossover-Herausforderungen ab. Das ist eigentlich recht simpel, denn dazu müssen wir einfach nur diese anderen drei Aufgaben abschließen. Die erste wäre, sammeln Münzen im Korb Chaos. Dann gehen wir gleich nochmal in eine Runde rein, dann zeige ich euch das. Die zweite Aufgabe wäre, spiele ein Korb-Chaos-Match. Wie gesagt, genau dasselbe. Die dritte Aufgabe wäre, besuche das NBA-Kreativzentrum. Dazu mache ich einen separaten Clip, weil dieses zurzeit verbuggt ist. Als allererstes gehen wir hier in den Modus und wählen hier Korb-Chaos aus. Dann kommen wir hier in die Lobby rein, so gesehen. Da müssen wir einfach nur abwarten, bis genug Spieler da sind. So, und dann geht die Runde auch schon los. Ihr lauft hier einfach runter. Um die Münzen zu verdienen, müsst ihr einfach nur die Körbe treffen. So, dann werden wir hier gleich nach oben katapultiert. Ihr könnt euch dann mit den Waffen in Richtung Korb bewegen. So. Jetzt treffen wir hier einfach und haben dafür 2 Punkte bekommen, beziehungsweise 2 Münzen. Ihr könnt auch einfach daneben springen, dann bekommt ihr nur 1 Münze. So, wie ihr seht, ist das recht fix abgeschlossen, also ich habe dafür 2 Runden gebraucht. Mit einem guten Team werdet ihr dafür höchstwahrscheinlich nur 1 Runde brauchen. Und die nächste Aufgabe wäre dann, spiele ein Korbcast-Match. Dazu müssen wir das Ganze nur einmal beenden, so wie ihr hier gesehen habt. Also ihr müsst komplett die Runde beenden, damit das zählt, nicht einfach rausgehen. Und damit wären die Aufgaben auch schon durch. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!